Willkommen zum Part 10, Versuch 3. Sehr schön verkackt, aber das. Ja, und was ist jetzt schön daran, dass ich brauche, dass ich das Geld ausgegeben habe oder was? Achso, die. Okay, also da ist so gewesen. Eckdaten, sich frei bewegen und. So, dass ich jetzt nicht völlig ausraste, weil das jetzt der dritte Versuch ist. Ja, nee, natürlich. Also ich meine, es kann ja sein, dass du immer noch nur muss ich meine Hilfe immer im Boden nehmen, dann ist es ja was ganz anderes. Aber wenn er davon ausgeht, dass er in dem Umkreis ist, dann befindest du da so nie, weil ich nicht gedacht hätte, wie ich mache. Ich lasse die jetzt einfach alle am Leben. Ich renne einfach durch, hat keinen Sinn. Ich hab die immer gekillt. Das finde ich natürlich gravierender als Problem, aber. Ja, meine Frau zog gerade neben an Fortnite. Mehr als 50 Kilometer wird sie nicht weglaufen. Randale Bob und Randale Sky. Deswegen. Das Schlimme ist ja auch. Ich mach One-Take-Videos. Wenn ich nicht sitze, schneidet er damit. Das ist alles Freestyle in die Fresse, dieses. Ja, willkommen im Keller von 50 Shades of Grey. Zum dritten Mal! Du wirst Christian Grey nicht knallen. Der steht auf Öl mit Langhorn. Das bist du nie, Rebecca. Du bist eine knabenhafte, etwas zierliche, ohne Bizeps, ohne alles. Vercrackte Kleine sehe ich hoch. Die nett ist, aber wir wissen ja, was nett ist. Die kleine Schwester von Scheiß. Boah, ich bin echt so am. Ich muss einen Schluck Wasser nehmen. For myself, which means you are trespassing, and I am very territorial. Ihr Fotzen! Vielleicht wäre ich die Fail-Todes-Szene? Schneide ich dann mach. Das tue ich mal schon einen Zusammenschnitt. Wenn das Resi hier beendet ist, kriegt er dann. Ich hab mich zusammengerissen an drei, der ärgert was. Nee, der baut hier. It just doesn't make sense. Do you honestly believe this to be the real identity of that crazy young man? Impossible. But if somehow it is true, then Umbrella will be finished.
If the old conspiracy against Dr. Marcus is revealed, Mr. Spencer's career will be over. Not to mention ours, too. Oh ja! Das fühle ich! Das ist für die verkackten Scheiß-Avia! Für dieses hässliche mutierte Viehzeug. Jetzt brauche ich ein Medipack, mein Darm kam jetzt raus, ja. I have finished the research on the T-Virus, but I need a little more time to complete the more powerful G-Virus. Ich hab grad von hier mit zu hören, wenn man das dritte Mal sieht. Their superior combat training should make them ich drop klar in raus. Real life story. In the meantime, something must be done about that madman. As I recall, URC is equipped with a self-destruct device in the basement. I'll find it, set it off, and annihilate the place to nothing more than a massive rubble. I can't even... Du Fotze! Du Stück Scheiße! Du Hure! Wegen dir, du verkacktes Stück Dreck. Ja. Wie ihr wisst oder noch nicht wisst. Ich habe gesagt, drop eine Real-Life-Story, kleiner. Wir haben eigentlich Hühner zu Hause. In Summe hatten wir 12 Stück. Seit heute habe ich nur noch 2. Warum das so ist? Ja. Am heller lichten Tag kam ein Fuchs, ein weiß-grauer Fuchs. Und was hat er gemacht? Der hat meine ganzen armen kleinen Hunis, die... Mensch, Junge! Trifft doch ordentlich! Alle getötet. Du Wichser! Ich zerlatsche die Rübe, Mann! Ja, deswegen bin ich heute etwas erregt. Bist du irgendwo zu hier? Nee, war nicht zu. Ach, das ist doch der verkackte Scheißraum! Nee! Schnell weg hier! Fickt euch! Ich bin schon lange wieder weg! Mann, Alter! So. Ich wollte nämlich gerade heute losfahren zu Hause. Wie immer kreischt meine Tante drei Ecken weiter ums Carport hinterm Zwinger. Also, hey, komm mal schnell, 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 schnell her! Also quasi ich kam und was ich sah, erschreckte mich sehr. Sagt sie hier, der Fuchs, der ist auch gerade vor meinen Füßen rumgerannt und pipapo. Ich sag, bitte was? Was? Dann hab ich den Stall geguckt, also ich hab zwischen Stall, also die Hühner am Extra-Stall, die können durch den Durchgang raus. Und laufen dann quasi an der Kaninchen vorbei. So. Und du bleibst liegen, du Stück Scheiße. Und da war alles umgerissen. In Kardinalstahl kommt der Fuchs zum Glück nie rein. Weil der ist wie Fort Knox gesagt. Also eigentlich ist theoretisch auch der Zwinger wie Fort Knox gesagt. Aber er hat es halt doch irgendwie reingeschafft. Ja, gründen wir noch wieso, weshalb, warum. Also wieder den Weg hineingefunden hat. Und ja. Ich habe eine Wildkamera
da. Weil leider Gottes war das nicht das erste Mal. Vor 3 Jahren ist das schon mal passiert. Allerdings hatten wir da im Karnickelstall, / Hühnerstall, die Hühner am Außengehege und im Gehege, ne? Noch kein, wie soll ich sagen, keine große starke Türe, und dadurch ist der Fuchs damals reingekommen. Jungs, ja. Hä? Ist die Krone? Scheiße. Hey, Bibi, was geht ab? Ja. Und deswegen bin ich, wie gesagt, etwas leicht gereizt. Viel wichtiger ist. Scheiße. Scheiße. Nee, du hast eh keinen Platz mehr. Ja, ich will dir ja helfen, Mann, du Fotze! Oh, ich muss zurück. Scheiße. Ah, vielleicht baller ich jetzt einfach mal die Atemübung auf. Buu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 u
So, weil ich so Affen so liebe. Hier ist sie weg, ich hoffe Rebecca lebt. Na. Ja, ne, ist klar. Die Pflanze. Rebecca. Oh. Hang on. Halt dich fest. I'll pull you up. Okay. Thank you. Don't mention it. Just keeping my word. We promised to cooperate with each other. Remember? Yeah, this is Rebecca, over. Rebecca, this is Enrico. Have you managed to locate Cohen yet? Over. Rebecca, answer me. No, sir. I have not found him yet. I'll continue to search for him. Over. Rebecca. My first mission, and I've already disobeyed orders. So much for my great law enforcement career. Oh well, I probably won't live long enough to worry about it. Billy, I just need to know. I need to know the truth. Did you kill 23 people? I'm not going to judge you. I just want to know the truth. It was around this time last year. Oh, jetzt wird spannend. Our unit was ordered to Africa to intervene in a civil war. Our mission was to raid a hideout of some guerrilla forces located deep inside the jungle. But the hideout was far away from our entry point. Some died from the heat. Others were killed by the enemy. Only, there was no guerrilla hideout. What do you mean? The idiots in charge had us operating based on wrong information. But we couldn't just go back home empty-handed, oh no. Our leader ordered us to attack an innocent village. Get rid of them! Kill them all! Please, sir! Cease fire immediately! Shut up! Do it! Did you execute those innocent people? Forget about it. Doesn't matter anymore. That was then, this is now. Besides, you said you wouldn't judge me. I'm not judging you, but it does matter. Look, now my people think you killed those MPs in the van, but I don't think you did. It was those zombie dogs, right? When they attacked the van, you were able to escape. Isn't that right? You don't get it. I've only got two choices left. Either report to the Marines and serve out my sentence, or keep on running for as long as I can. That's all. Whew. This is crazy, man. Nicht so verdammt. Und weiter Platz.
Yo. So Leute, für euch auf YouTube geht's weiter mit Video 11. Mit dem Stream hier geht's jetzt weiter. Viel Spaß beim nächsten Video. Wie gesagt, schön kommentieren, abonnieren und Feedback da lassen. Danke, bis wieder. Bis dann, meine Freunde.